Okay, Bootsbau geht los, Freunde. Wir haben uns gerade schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mich mit dem Chat ein bisschen gestritten. Wir hatten eine kleine Ehekrise gerade. Aber wir lassen uns gerade Sachen, sagen wir, einsenden. Das heißt, Vorschläge für Boote werden gerade in Discord gesendet. Ich baue währenddessen selber auch ein Boot. Ich habe nämlich, glaube ich, eine sehr starke Vision, wie das aussehen soll später mal. Mal gucken, ob das wirklich so passt. Es wird natürlich sehr metallisch. Meine Inspiration ist ein Binnenschiff. Kombiniert mit einem SpaceX-Landeschiff. So ungefähr das ist die Sache, die ich hier bauen möchte. Das heißt, wir gehen für was hoffentlich relativ cleanes. Wir haben jetzt nicht genug Slate leider. Aber ich hätte gerne das Ding hier. Vielleicht kann es sogar noch ein bisschen länger werden. Vielleicht kann es komplett lange werden, genau. Und dann wäre praktisch hier oben jetzt die Brücke von unserem Schiff praktisch. Und hier vorne hat mir dann Platz für unseren Container. Der Container soll normalerweise... Kann man das ganz breit machen, frage ich mich gerade. Kann ich auch so breit, ne? Genau, der Container soll im besten Fall 4x4 Blöcke werden. Ich finde es, glaube ich, cool, wenn er 4x6 wäre. Ich weiß aber nicht, ob es geht. Das müssen wir später mit Joe nochmal besprechen. Wenn 4x6 geht, dann wäre das crazy cool. Und wenn nicht, dann, ja, müssen wir ihn, glaube ich, erstmal so lassen. Ich würde jetzt praktisch hier dann bald die Fenster hinbauen, glaube ich. So in etwa. Und dann wäre das hier so mehr oder weniger unser Kajütenplatz. Oder halt unsere Brücke. Ich denke mal, den Boden machen wir dann aus Holz. Aber dann wären wir hier oben, machen da das andere Ding dran. Ey, und dann wäre das schon fast unser kleines Schiff, was hier hin und her tuckert. Ist natürlich sehr basic, aber ey, es ist halt ein Containerschiff, ne? Also jetzt mal als ganz, ganz, ganz basices Teil gesagt praktisch. Wir können noch ein Geländer außenrum machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das hat. Also hier oben drauf ein Geländer. Obwohl, dann würde ich, glaube ich, die ganzen Slabs wegmachen. Und hier wäre dann der Containerplatz. Den kann man vielleicht noch aus einem anderen Block bauen. 1, 2, 3, 4. Das wäre dann so der hier, 4x4 Container. Oder natürlich eben, also das wäre sehr nice. Da muss auch noch ein Sticker mit dazu. Das müssen wir auch bedenken unbedingt. Das hier. Und wenn wir jetzt einen 4x6 Container hätten, dann würde ich das hier wegmachen. Also die beiden. Und dann haben wir da unser Container drauf. Und das wäre dann unser kleines Hin- und Her-Fahr-Ding. Wir gucken mal. Ich verbessere es noch ein bisschen, guck mir andere Vorschläge an und dann schauen wir mal. Wir haben sogar schon die ersten Vorschläge bekommen, Freunde, wenn ihr wollt, auf den Discord join. Das sind die ersten kleinen Schiffe. Sieht sehr cute aus, sieht aber auch sehr klein aus. Ich weiß nicht, ob, aber ich glaube, ich klaue mir ein bisschen was von einem Quarz davon, maybe. Das hier sieht sehr nice aus, das geht mehr in die Richtung, die ich gerade schon gebaut habe. Und finde ich auch sehr cool. Ich finde vielleicht die Brücke ein bisschen fett dabei. Ich glaube, ich würde die Brücke dünner machen. Also einen Block dünner vielleicht. Aber sonst finde ich es sehr geil, auch mit der Umrandung dafür, damit man weiß, wo man den Container abstellen soll. Gefällt mir. Wir haben das hier. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Hausboot. Aber ich sag mal, auch das geht mehr in die Richtung von Boot, das ich gerne bauen würde. Definitiv. Und das hier geht auch in dieselbe Richtung wie der erste Vorschlag, wie mein Vorschlag, ne? Oh, guck mal, hier hat hier, glaube ich, schon was voll Großes gebaut hinten. Ja, krass, guck mal. Auf dem Minimap sieht man das so ein bisschen. Ja, doch, genau sowas ist praktisch der Plan. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wir gucken so die Mischung aus den beiden hier. Sogar ein bisschen mit dem hier vielleicht dazu. Ich glaube, das hier wird so ungefähr unser Boot für jetzt. Wenn nicht noch was Krasseres kommt. Aber wir raffinieren unseres erstmal. Wir haben unser Boot komplett geditcht. Es ist im Endeffekt doch eins aus einem Discord-Vorschlag geworden. Und zwar eigentlich eine Mischung aus den beiden hier. Ich glaube, die Inspiration kam ursprünglich von dem. Finde ich auch super, super schön. Mal gucken. Vielleicht machen wir was anderes. Also vielleicht findet Joe auch was anderes cooler. Mal schauen. Aber für jetzt liegt der Fokus auf diesem Ding hier. Das ist eigentlich noch ein bisschen höher. Eigentlich sind hier noch Pipes und ein Shortstand damit dazu. Aber ich finde es ziemlich, ziemlich nice. Wir haben hier vorne praktisch den Platz für unseren Container, den wir abstellen können. Wir haben hier hinten, was ich sehr nice finde, so Schaufelräder dran. Eben wie bei einem richtigen Dampfrad-Dampfer-Ding. Dann eben die Sachen, die hier hochgehen, die Pipes hier irgendwie connecten. Einfach nur ein bisschen Deko. Ich finde es eine coole Mischung, weil das hier könnte vielleicht manchen zu modern sein. Deswegen ist hier so ein kleiner Steampunk-Mix noch mit drin. Was sehr nice ist aber. Deswegen, wir werden das jetzt auf dem Server nachbauen. Wir dürfen hier die Schmettig nicht direkt importieren. Und dementsprechend, ja, bauen wir das Ding hier auf dem Server nach. Mit Glue natürlich. Und dann können wir es hoffentlich gleich drucken. Das wird interesting. Ich hoffe, das klappt. Also wird jetzt einfach nur ein bisschen gebaut. Bevor wir das machen, nochmal ein kleines Update dazu. Denn wir haben gerade die letzten 2 Stunden oder so mit Joe verbracht, um eine neue Technik zu bauen. Also Joe hat die Technik gebaut, ich habe zugeschaut. Das ist die Technik, damit das Boot in die Werft ein- und ausfahren kann. Das heißt, ich kann euch das mal ganz kurz sagen, aber primär schaut euch das super gerne bei Joe in der Folge an. Da wird das alles gezeigt, erklärt und gebaut und sowas.
ist sehr, sehr cool und sehr zu empfehlen. Aber ganz kurze Overview, das Schiff wird ja gewendet praktisch und es gibt jetzt hier diese Technik, dass wenn wir in der Werft oben einen Schalter umlegen, das ist gerade der Schalter hier, wenn wir den umlegen, dann fährt das Boot praktisch zurück zu uns in die Werft. Und andersrum können wir auch, wenn wir praktisch das Boot drucken, was wir jetzt gleich machen werden, wir bauen das jetzt auf und danach drucken wir das Boot, das wird super cool. Dann können wir das Boot praktisch drucken, den Schalter umlegen und das Boot fährt einfach komplett von selbst automatisch einfach aus der Werft raus und ist auf der Strecke. Das ist die Idee. Jetzt bauen wir erstmal auf der trockenen Seite hier drüben das Boot ein bisschen auf und dann können wir das drucken, hoffentlich. Riesiger Change of Plans. Wir haben gerade festgestellt, dass der 3D-Drucker keinen Slime drucken kann, beziehungsweise keinen Superglue drucken kann und dementsprechend kann er das Boot nicht von Anfang an so drucken, wie ich das ursprünglich wollte. Aber Grimold, der Retter Not, kam wieder dahergeritten und hat mir gezeigt, wie man das trotzdem bauen könnte. Und das wäre das hier. Und das funktioniert jetzt einfach mit Radial Chassis überall in dem ganzen Schiff. Mit an manchen Stellen Superglue, manchmal ist die Range hier irgendwie anders eingestellt. Es ist schon sehr viel komplizierter als das erste, aber es ist die einzige Möglichkeit. Die einzige coole Möglichkeit, wie das geht. Und dementsprechend müssen wir das jetzt auf dem Server nachbauen. Wir dürfen es ja leider nicht kopieren, sonst könnten wir es einfach so kopieren und drucken lassen. Aber ja, das wird jetzt wild. Das heißt, wir müssen jetzt hier die ganzen Chassis, es sind sehr, sehr viele, man sieht die ja manchmal zwischendrin. Hier unten sind zum Beispiel auch welche verbaut und sowas. Die müssen wir jetzt alle auf dem Server bauen. Also let's get going und dann klappt das hoffentlich. Wir haben das Boot auf dem Server. So sieht es jetzt gerade aus. Aufgebaut mit allen ganzen Chassis, mit den ganzen Radial Chassis, mit den Vertical Chassis oder Linear Chassis. Wir werden das jetzt ganz kurz mal in Singleplayer porten und im Singleplayer dann eben gucken, ob das Ding fährt, ob alles verbunden ist, damit ich jetzt nicht hier alles kaputt mache und das vorher fixen kann. Deswegen, wir haben das Ding jetzt hier drin. Zack, können das einfach nehmen, wie nennen wir es? Boot Server oder so. Das sollte schon passen. So, zack, there we go. Und ja. Dann wird getestet. Erster richtiger Test. Hier sind wir auf dem Singleplayer. Das ist das Boot, das wir gerade auf dem Server hatten. Das heißt, wenn wir jetzt klicken, dann sollten wir hoffentlich sehen. Alles fährt mit. Wir haben alles richtig gemacht. Yes! Oh, dann sind wir fertig. Dann passt es. Dann können wir das Ding jetzt in den 3D-Drucker packen und drucken lassen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir deployen jetzt das erste Mal die Schematik des Boots, des Final Boats. Und ich hoffe, dass es klappt. Warte. Ihr seht ihn nicht, ne? Wenn ich hier bin? Nein. Okay. Dann müsst ihr euch jetzt gleich überraschen lassen. Dass hier hoffentlich richtig ist. Bist du nervös, Joe? Ja, absolut. Er ist nervös. Hat gar keinen Grund, nervös zu sein. Oh mein Gott, ey. Es könnte halt sein, dass ich jetzt die halbe Werft hier mit rausziehe, ne? Wenn er dann druckt gleich. Geil. Willst du das hier vorher abbauen oder gehört das mit dazu? Was denn? Das, was hier noch drin ist. Wo ist hier was drin? Hier die Blöcke. Achso, nee, die müssen voll weg. Ich wollte nur die Schematik einmal deployen, damit ich weiß, wohin sie muss ungefähr. Achso. Aber das sollte so passen, hoffe ich. Okay. Ja doch, Schematik passt so. Die ist, glaube ich, eingestellt. Dann fahre ich mal den Drucker zurück. Ich habe extra einen Reset-Button eingebaut für dich. Achtung. Darf ich? Oh, ich habe schon gedrückt, sorry. Okay, no problem. Oha, der Drucker. Achso, er muss ja jetzt sogar... Oh, jetzt warte mal. Jetzt warte mal ganz kurz. Okay, ready? Ja. Ich glaube, es passt alles. Wenn nicht, zähl dann runter, mach einen Countdown. Okay. 3. Ich lege mal meine Deployer weg. Meine Schmetik. 3, 2, 1. Los. Chillig, er drückt schon. Ah, nee. Gleich müsste drucken. Yes. Oh mein Gott. Ich mach mal kurz einen Zeitraffer an dieser Stelle, Leute. Also ich behaupte, die Vertical Slabs werden nicht funktionieren. So leid es mir tut. Ich sage, du lügst. Also ich würde mir hoffen, dass ich auch lüge. Oh mein Gott, bitte mach keine Faxen. Okay. Nice. Oh, cast. Oh. Okay, Vertical Slabs klappen. Geil. Oh mein Gott. Ey, ich habe schon lange mein Leben nicht mehr so nervös wie gerade, ne?
auf jeden Fall auf die andere Seite. Okay, das ist doch nicht so. Oben auch. Aber er ist fertig. Er ist fertig? Er hat alles gedrückt. Bist du durch? Oh mein Gott. Das war Wahnsinn. Er läuft so ein mehr. Ich habe einen Layer zu viel eingestellt, aber er hat alles Chapeau. Gedrückt. Oh, Applaus. Er hat mehr alles gedrückt. Das war. Oh. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich glaube, da müsste angehalten werden, oder? Stoppen? Nee, fast schon. Also der stoppt von alleine. Ich habe nur einen Layer zu viel eingestellt praktisch. Nämlich verzählt davor einmal. Ach, quasi mit Layer aus macht man quasi 8. Ich verstehe schon, ich sehe es gerade. Genau. Ah. Und jetzt hört er praktisch mehr aus. Also er fährt von alleine dann auf Home, ne? Ja. Also jetzt fährt er nicht mehr hoch. Jetzt ist er fertig und jetzt fährt er auf Home. Genau. Alter Verwalter, ich bin beeindruckt. Oh, nice. Oh, das hat alles aber geklappt. Jetzt ist die größte Frage, Cast. Du kannst es gerne verbinden. Also, ja, wird von mir aus. Wird es fahren? Hast das du Kleber? Warte, ich habe Kleber. Ich habe alles. Leute, lass uns erst die Pipes noch richtig machen, oder? Macht eben die Pipes richtig, genau. Ja. Also ein paar Kleinigkeiten hat der Drucker vielleicht ein bisschen verschlammt. Jetzt ist die wichtigste Frage von allen. Wird das Boot fahren können? Du hast die Riesenehre, auf die andere Seite hier einmal zu kommen. Ja. Und da oben, wo die beiden Klebepunkte sind, da kommt die letzte Glasscheibe hin. Ich bin zu klein. Warte. Ah, dankeschön. Und zack. Bäm. Oh. Okay, seid ihr bereit? Ich würde gerne rausgehen, ja, warte. Ja, geh du raus, ich drücke den Schalter diesmal. Ich bin okay. Ready. 10, 9, 8. Wir müssen eigentlich noch eine Flasche werfen, so ein Sekt, ne, irgendwie dagegen werfen. Hier oben an Seil befestigen, Sekt dran. Okay, egal. 3, 2, 1, go. Oh. Oh. Ah! Oh nein, das ist ein Desaster. No! Oh mein Gott, es ist so viel Wasser da reingeflossen! Nein! Oh, what nein. Do you mean? Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh nein! Und das ganze Boot... Wir haben eine Schwebeinsel gebaut, Leute! Oh, das Boot sieht richtig scheiße aus, Ice Contraption. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, ey, aber ich sag mal so, wenn man jetzt so hier steht, guck mal, wenn ich jetzt so hier nur guck, ja, da sieht man da nichts. Schau, 1A das Boot, was soll man sagen? Oh mein Gott! Nein! Da, wir haben eine schwebende Insel! Und ich habe mich schon gewundert, warum es so krass leckt am Anfang, ne? Als er losfahren wollte. Oh mein Gott. Oh weia. Also, kannst du mal fragen, ob du jetzt irgendwie ein Placement mit Uho oder Patafix machen kannst. Oh nein. Ey Leute, wir haben ein anderes Problem. Wenn das Boot gleich in den Hafen fährt, der wird sich deswegen wieder assemblen, ne? Ich lasse es in die Werft fahren. Oh nein, die Technik läuft ja nicht mehr. Okay, ich ja, wir können das Minecart aufsammeln, oder? Soll ich nicht alles Nein. Nicht. Okay. Alles gut, lass mich mal kurz korrigieren. Ich nehme es kurz in die Hand. Okay, wir reparieren mal ganz kurz, Leute, hoffentlich. Ihr habt gesehen, was gerade passiert ist. Absolutes, gigantisches Riesendesaster. Ja, das Problem ist praktisch, dass die Linear Chassis hier drüben ein bisschen Welt mitnehmen. Und dementsprechend werden wir jetzt auf Freitag warten und am Freitagabend das ganze Ding nochmal probieren. Wir haben ja gesehen, wie es gedruckt wird. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Das hat soweit auch funktioniert. Der Drucker war absolut perfekt. Er hat alles 100% so gemacht, wie er machen sollte. Und ich bin super, super, super glücklich und zufrieden damit. Deswegen, machen wir da einen Haken hinter. Am Freitag machen wir die richtige erste Fahrt, zusammen mit Joe dann auch. Ich überprüfe, bevor wir das machen, alles nochmal. Schau, dass wir hier nicht irgendwie wieder Blöcke mitnehmen und sowas. Und dann klappt das hoffentlich. Also, schaut am Freitag gerne auf Twitch vorbei. Da gibt es das nochmal. Dann nehmen wir eine Champagnerbottle und smashen die gegen das Ding. Aber ansonsten, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Peace.